Schönen guten Morgen, Björn Linke hier. Ja, ihr wundert euch bestimmt, dass ich schon wieder ein Video hochlade, schon wieder eine Folge abdrehe. Das Ganze hat folgenden Grund. Ich bin ja so ein bisschen verärgert noch. Mein letztes Video, ich habe das hochgeladen. Nach 24 Stunden hatte das Ding bei 32 Aufrufen 3 Dislikes. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, deswegen drehe ich jetzt schon wieder eine Folge ab. Auch wenn ich jetzt vielleicht nach 10 Stunden schon 5 Dislikes habe. Trotzdem kann ich das nicht auf mir sitzen lassen. Ich mache jetzt gleich wieder eine Folge. Und zwar widme ich mich heute der Pflanzenwelt. Ihr seht, ich habe ein Triptychon gemalt hier. Ein dreiteiliges Andachtsbild gewissermaßen. Und das Ganze ist eine kleine Paraphrase zum Garten der Lüste von Hieronymus Bosch. Ich zeige das hier einfach mal in den großen Meisterwerken. Dieses uralte Bild ist natürlich viel größer im Original. Wie gesagt, kleine Paraphrase und ich setze mich da so ein bisschen auseinander mit der mittelalterlichen und auch neuzeitlichen Vorstellung des Paradieses. Da gehören natürlich Tiere mit rein ins Paradies und auch Pflanzen. Deswegen heute so mein Ausflug bei schönem Wetter in die Pflanzenwelt. Die erste Pflanze, die ich mal, wird so eine Blüte von einem Apfelbaum oder Kirschbaum, so diese rosa Blüten, die so nur so im Frühjahr ganz kurz nur erscheint, die werde ich als erstes malen. Und die zweite Pflanze ist eine Seerose. Dann kommt meine Lieblingspflanze, der Rhododendron, violette Rhododendron, habe ich abfotografiert, auch im Frühjahr, jetzt sind die ja schon weg, das ist meine Lieblingspflanze, die werde ich danach malen. Und die vierte Pflanze, ja, das ist so eine leicht verdörrte Fantasiepflanze, in der so drei Figuren auch, drei Menschen rumliegen. Und das ist dann konkret ein Zitat von Hieronymus Bosch. Ihr werdet es ja sehen, wenn ihr so lange durchhaltet. Aber ich kann euch das mal zeigen. Hier in der Mitteltafel zitiere ich Pflanze 4 als Zitat. Und zwar ist das dieses hier. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Aber ihr werdet ja gleich sehen, wenn ich das Zitat mal, dann könnt ihr mal darauf achten, dass es also eine Pflanze dann auch mit drei Menschen drin am Ende dieses Beitrags. So viel dazu. Ja, mein Ausflug in die Pflanzenwelt könnt ihr jetzt beobachten. Einen Daumen hoch oder runter, wie ihr wollt. Ich fange einfach mal an zu malen.
für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ich bin gespannt auf eure Likes oder Dislikes, was ihr da diesmal draus macht. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.